Okay, mein Name ist Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Wir machen ja heute diese Protestaktion zum Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung, denn in den nächsten Tagen wird ein Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verabschiedet, das noch viele Fehler aufweist. Bauliche Umwelt wird nicht berücksichtigt, digitale Barrierefreiheit ja, auch endlich bei privaten Anbietern, aber mit viel zu wenig Ambitionen. Viel zu viele Ausnahmen, viel zu lange Übergangsfristen. Das heißt, ein blinder Mensch, der heute geboren wird, kann 2040 sein erstes barrierefreies Bankkonto eröffnen und barrierefrei Geld abheben. Das ist definitiv noch zu lang hin. Wir brauchen eine frühere Perspektive. Und deswegen wollen wir heute hier mit verschiedenen Leuten, die im Rollstuhl sitzen, mit Rollator benutzen oder auch blind sind, diesen nicht barrierefreien Bankautomaten erklimmen, der als Pseudonym dafür steht, was das Gesetz hauptsächlich beinhaltet. Die digitale Barrierefreiheit wird umgesetzt, auch bei privaten Anbietern, aber baulich bleibt alles so, wie es ist. Der Bankautomat oder der Selbstbedienungsterminal, der in einem Gebäude steht, bleibt für Rollstuhlfahrer und Rollatornutzende unerreichbar. Soll ich dir die Nummer sagen? Kann deine Assistentin mir mal Geld abnehmen? Dann rufe ich die Nummer mal auf. Bitte? Kann ich dir mal die Nummer sagen? Sag die Nummer denn.
Arbeitsstärkungsgesetz geht eigentlich zurück auf eine EU-Richtlinie, die 2019 verabschiedet wurde und die verpflichtet halt private Anbieter, bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten. Also zum Beispiel Computer, Smartphones, Fernsehgeräte, Spielkonsolen, E-Books und E-Book-Reader, Bankterminals, also zum Geld abheben und aber auch um Überweisungen zu tätigen, Fahrausweisautomaten, Check-in-Automaten und ja, das sind so ungefähr die Produkte und Dienstleistungen. Das Problem bei dieser Umsetzung, also bei diesem Umsetzungsgesetz bis jetzt ist, dass es die, also nicht die privaten Anbieter nicht verpflichtet, auch die bauliche Umwelt, die diese Produkte umgibt, also zum Beispiel den Zugang in eine Bank, barrierefrei zu gestalten. Und das ist total schlecht, weil es gibt 13,5 Millionen Menschen mit Behinderung und eine große Zahl von denen hat eine Körperbeeinträchtigung und ist natürlich auf Barrierefreiheit, also auf vollumfängliche Barrierefreiheit angewiesen. Und die Umwelt auszuklammern, die bauliche Umwelt, exkludiert einfach eine Riesenanzahl von Menschen. Und es gibt noch so ein paar andere Schwachpunkte in diesem Gesetz. Einmal die wahnsinnig langen Übergangsfristen für Bankterminals. Das Gesetz muss sowieso erst 2025 in Kraft treten. Und bis jetzt ist es so, der Regierungsentwurf sagt, bis 2024 können Selbstbedienungsterminals, also in Banken, aber auch an Bahnhöfen, die zum Beispiel Reiseinfos ausgeben und so, immer noch so betrieben werden, dass sie nicht barrierefrei sind. Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung diese bis 2040 nicht benutzen können. Und ganz viele von uns, für die rückt halt dann dieses Ziel der Barrierefreiheit in total weite Ferne und die Daseinsvorsorge ist überhaupt nicht gewährleistet.